So, wir fangen jetzt einfach nochmal an, ne? Genau, Klappe. Dem der Kai alles verkackt hat hier. Ist so. Da kannst du, gutes Personal findest du nicht so schnell. Das ist nicht so einfach. Musst du manchmal, ich habe gar kein Personal. Da muss man einfach auch ein bisschen die Augen zudrücken manchmal. Genau, stimmt. Mal drüber sehen. So. Läuft, Kai? Läuft alles, wir können. Okay, wundervoll. So, dann nochmal hier. 1, 2, 3. Er hasst die Bezeichnung Fotograf, lebt derzeit in Ottawa in Kanada, hat mehr Preise als wir alle zusammen, also ihr, die zuguckt und ich, also man kriegt sie nicht auf ein A4-Blatt. Er schreibt seit vielen Jahren auf seinem Blog, blogtimes.info, und ich freue mich, dass er heute da ist, Ronnie Ritchell from Canada, yes. Mr. Landscape and Architecture. Dankeschön, ich freue mich auch. Freust dich auch. Ja, wir sitzen hier vor meinem Heidestudio heute, weil es so schönes Wetter ist und nicht mehr drin. Und ich möchte mit Ronny heute so ein bisschen über seine Arbeit reden. Weißt du noch, wann wir uns kennengelernt haben? Das sind ein paar Jährchen schon her. Ja. Ich war auf so einem, glaube ich, Hausboot, ja. Hamburger Hafen. Ja, genau. Irgendwie komische... Haben wir einen coolen Empfang gehabt. Genau. Wir wissen nicht mehr, worum es ging. Nee, wir haben was zu essen gekriegt. Und was wir haben uns den Bauch vollgeschlagen, ja, genau. Haben lecker getrunken, genau. Und haben gequatscht. Und leider wissen wir nicht mehr, worum es geht. Nee, das ist, aber ist ja auch. Aber war toll. Ja, war gut. Schön. War arschkalt, ey. Weißt du das noch? Es war arschkalt. Echt? Es muss 8 Jahre her sein oder so. Und wir haben uns seit der Zeit eigentlich auch nicht wirklich aus den Augen verloren. Es ist jetzt nicht so, wieder. Dass wir jetzt alle 2 Wochen schreiben. Aber ich glaube, so 1-2 Mal im Jahr hören wir was voneinander und zitieren uns in irgendeiner Form. Oder gerade wenn ich Fragen habe über Analogkameras. Ja. Dann hast du früher mich gefragt. Jetzt frage ich dich mittlerweile. Ne? Weil ich habe da wahrscheinlich, hast du mich 3-mal überholt? Ja, nicht ganz. Ich bin ehrlich, ich kann mit Landschaftsfotografie nichts anfangen. Auch mit Architekturfotografie kann ich nicht viel anfangen. Das ist nicht so richtig mein Metier. Also ich gucke mir das an, ich finde es, ich weiß es nicht. Ich muss Menschen sehen, ich muss Gesichter sehen, Emotionen, das spricht mich an. Aber ich bin nochmal ehrlich, deine Bilder machen da einen großen Unterschied. Mhm. Ich gucke mir die sau gerne an und hängen sie mir gerne an die Wand. Habe mir gestern einen Print von ihm gekauft. Bombenbild. Das habe ich das erste Mal im Blog gesehen bei ihm. Wollte ich es haben, wollte ich es besitzen. Also deine Fotos haben irgendwas, was die anderen nicht haben. Ich kann es nicht beschreiben, weil ich mich in dem Genre nur gar nicht auskenne. Freut mich. Ja. Was würdest du sagen? Was ist da anders? Ich würde mal sagen, ich weiß es nicht, was da anders ist, weil ich habe keine Vergleiche. Ich vergleiche nicht zwischen mir und anderen Fotografen. Mhm. Also ich lasse mich inspirieren, klar, auf jeden Fall. Ich muss mich inspirieren lassen, so wie du dich auch natürlich. Ja, ja. Für deine Art der Fotografie, aber ich vergleiche mich, muss ich ehrlich sagen, vielleicht nicht mehr. Weil am Anfang natürlich schon, ne? Dann die anderen waren besser. Ja. Und man versucht natürlich auch irgendwo besser immer zu werden. Ja. Aber mittlerweile ich glaube, besser werden hast du ja bis zum Exzess getrieben. Ne? Also ich meine, deine Bilder, die sind ja so atemberaubend. Das ist ja jede. Also ich habe ja bei dir nur an die Wandhänger jedes Mal. Wenn ich ich zeige aber auch nur das, was wirklich hier an die Wandhänger sind. Also ich habe sicherlich auch ein paar dabei, wo ich sagen muss, okay, ja, totaler Schrott. Echt? Ja, Müll. Das Licht hat nicht gepasst und so. Zeige ich nicht. Aber ich mache auch relativ wenig Fotos. Also ich habe auch im Rahmen meiner Workshop-Tour hier in Deutschland, sage ich meinen Teilnehmern, macht weniger Fotos. Das, die Speicherkarte kann zwar irgendwie 1000 Fotos oder whatever, aber ich bleibe bei meinen, wenn ich hier, ich war kürzlich in Neufundland, Eisberge fotografieren und bin mit 70 Fotos nach Hause gekommen und da bleiben vielleicht 15 übrig. Und wie gehst du da vor? Also wie muss ich mir das vorstellen? Du stellst dann dein Stativ auf und... Es ist viel Planung, unheimlich viel Planung. Also ich schaue mir die Orte vorher eigentlich in Google Earth an, genau, von der Karte, wo was sein könnte. Woher kriegst du Inspiration? Also woher weißt du, dass da jetzt ein schöner Berg ist? Das siehst du ja bei Google Maps nicht. Meinst du einen Eisberg oder... Zum Beispiel, oder irgendwas anderes? Also Eisberg gibt zum Beispiel relativ leicht. Es gibt Eisbergfinder. Ach Quatsch, ja, echt? Genau, die werden getrackt und in Neufundland sind die vom, ich würde sagen, Mitte Mai bis Mitte, Ende Juni, Eisberg-Hochsaison. Dieses Jahr war super, weil durch den strengen Winter in Kanada waren sehr viele Eisberge und die sind meistens aber auch die größten offshore. Also ich hatte mir auch ein Flugzeug gemietet. Nee.
Man mietet sich halt ein Flugzeug. Hätte noch zwei Personen. Mach ich auch immer sonst, für Hochzeiten. Logisch, genau. Ja. Wäre nicht. Hätte eine zwei Personen umsonst mitnehmen können. War keiner da, aber so war ich alleine drin. Aber war super, weil ich konnte die Route bestimmen. Ja. Und alter kanadischer Buschpilot mit seiner 67er Beaver. Das Ding ist vielleicht. Und hast du dann aus dem Flieger fotografiert? Und dann habe ich aus dem, ja, der hat gemeint, du kannst Fenster runter machen. Okay. So, okay, aber. Gut, das ist jetzt, sag mal, ja, nicht, das machst du ja nicht immer. Nee, das mache ich nicht immer. Wie sieht das jetzt aus, angenommen, Chicago, New York, du warst ja nun echt irgendwie überall, hast fotografiert, du warst im Death Valley, hast da wundervolle Fotos gemacht. Weißt du denn, fährst du dann den ganzen Tag durch die Gegend, bis du was findest, oder weißt du schon vorher, du hast vorhin gesagt, du planst ja Lager, weißt du schon vorher, ah, da ist was? Ja, ich muss ehrlich sein, ich schaue mir Fotocommunities an und andere Bilder von anderen Fotografen. Es müssen keine super tollen Fotografen sein oder Bilder sein, aber die geben mir einen Einblick, wie die Location ausschauen könnte. Okay. Ja. Und dann fahre ich da hin und dann schaue ich mir das an. Okay. Also es ist schon viel Fahrerei, ehrlich gesagt. Okay. Dann kommst du an, steigst aus? Genau, und dann laufe ich erstmal. Laufe ich und dann schaue ich mir das Licht an, ob es passt oder nicht. Vielleicht komme ich noch, wenn ich Zeit habe, nochmal wieder einen anderen Tag zurück. Was hast du dann alles im Rucksack? Alles. Erzähl. Ich habe D800 dabei, Digitalkamera. Das ist deine Hauptkamera? Mehr oder weniger. Ich würde mich eher als so Hybrid, Fotograf bezeichnen. Also ich habe immer meine 4x5 Kamera dabei. Du hast eine Chamonix, eine 4x5 Chamonix. Ein herrliches Ding. Ein schönes, muss man ehrlich sagen, haben sie richtig gut verarbeitet. Ja, ich kenne das, es ist eine der besten 4x5 Kameras. Und leicht. Ja, super. Und dann schaue ich mir das an und... Moment, wir waren jetzt bei der D800. Linsen, was nimmst du an Objektiven somit? Eigentlich nur zwei Objektive für die D800. Cool. Ja okay, also, Landschaft brauchst du halt Weitwinkel, das war's. Ja, ich habe einen 16-35, was du ja eigentlich als totale Mistkrücke bezeichnest. Das ist eine Krücke, ja. Finde ich gut. Naja gut, du blendest auch immer auf 8 ab oder sowas. Genau, oder 16. Offenblende ist das Ding nicht zu gebrauchen. Ja, Offenblende, genau. Freue ich mich. Ja. Genau. Und dann habe ich meistens noch ein Festbrennweite dabei, auch so 35 mm. Okay. Aber nichts großartig, kein 85er. Aber die meisten, wenn ich mir die Fotos angucke, sind schon 16 mm, ne? Ah ja, das ist schon, 16 bis 24 würde ich schätzen. Okay, okay. Ja. Wann nimmst du 16, wann nimmst du 24? Das guckst du einfach und entscheidest. Entscheide ich während des Komponierens quasi. Ob ich jetzt mehr Dramatik haben will oder nicht, was ich zeigen möchte. Ich nehme eigentlich in der Regel schon gerne 16 mm, ganz einfach, weil ich meine Aufnahmen mit der Digitalkamera alle ins Quadrat setze. Und da muss ich halt viel abschneiden. Und das finde ich sowieso ungewöhnlich. Du machst quadratische Landscapes. Also ich meine, das ist so, so abgeschnitten wie irgendwas. Ich denke immer, ich muss ja 16:9 wenigstens, ne? Normalerweise Landscape. Aber ich finde es ruhiger. Wie ruhiger. Ich finde dadurch, dass das quadratische Seitenverhältnis, hast du keine, der Betrachter meiner Meinung nach wird nicht abgelenkt von dem 3:2 Verhältnis zum Beispiel oder so, oder 3:1, weil das automatisch ja schon breit und oder aber ist ja ein Stimmungsverstärker am Ende. Ja, aber ich möchte eigentlich, dass der Betrachter sich aufs Motiv konzentriert und nicht auf den Rahmen außenrum. Okay. Interessant. Deswegen. Und man muss ja ehrlich sagen, hier 6x6, analog, aus Analogzeiten, alles quadratisch. Also du liebst das quadratische Format? Ich mag es, total. Ja, verrückt. Ich kann irgendwie immer weniger damit anfangen. Ich bin immer, wenn ich auf Instagram, wenn ich dann ein Bild poste und dann muss ich das in Quadrat setzen. Und ich denke, ach Mist, da verliert das Foto wieder. Der Berg verliert so viel, wenn ich das nur noch quadratisch zeige. Ja, aber du hast ja natürlich auch ein ganz anderes Fotogenre. Ne? Du hast ja Menschen und die setzen sich wahrscheinlich besser ins 3:2-Verhältnis. Nee, eigentlich Menschen mehr ins Quadrat. Aber so, ich meine, ich mache ja manchmal auch so auf Instagram, wo ich gerade bin oder sowas. Ja, okay. Ja, stimmt. Letztens, Frankreich. Frankreich oder für die Frankreich-Tour habe ich komplett 16:9 genommen. Weil weil 13:2 mir auch schon wieder zu banal war und zu... Das sah alles banal aus und dann dachte ich, jetzt ziehst du es durch, machst du 16:9 komplett. Ich würde auch, weißt du, wenn ich nicht leben müsste. Mehr so ein Filmformat, ne? Genau. Wenn du noch zwei schwarze Balken drauf machst, dann kannst du. Wenn ich von der Fotografie nicht leben müsste, dann würde ich wahrscheinlich nur noch schwarz-weiß 16:9 fotografieren. Nicht schlecht. Das wäre mein Ding irgendwie. Ist gut. Aber das ändert sich, entwickelt sich, finde ich. Ja, das ist immer. Also wahrscheinlich machst du nächstes Jahr dann 5:10.
Aber weißt du, eigentlich möchte ich irgendwann mal irgendwas haben, was ich durchziehe, weil dadurch entsteht ja irgendwie Bildsprache und dadurch entsteht ja dann auch eine Aufmerksamkeit. Wenn du Das stimmt, jedes ja. Jahr immer wieder was anderes Ja. machst, das ist ja auch anstrengend. Deswegen bin ich auch wahrscheinlich unter anderem dabei geblieben. Quadratisch für Digitalkamera und weil ich die 4x5 Kamera so belassen möchte, wie es ist vom Seitenverhältnis, 4x5. Okay. Und was hast du da für ein Objektiv auf der Chamonix? Da habe ich auch nur zwei dabei, 150 mm, was so umgerechnet dürften so 49, 48 mm sein. Und dann So noch ein Normalobjektiv. Normalobjektiv quasi und dann noch ein Weitwinkelobjektiv, 75 mm, was Ja. 21 sind. Rodenstock oder? Rodenstock. Ja, geil. Ich habe Nur auch einen Rodenstock. 90er Rodenstock noch. Ziemlich Geilste geil. Linse. Ja. Wahnsinn. Wenn die an meine Nikon dran machen würde, würde ich es machen. Was ist das umgerechnet? 21 mm würde ich sagen, ja. mm, ja. Aber verzeichnungsfrei. Weißt du, was ich in letzter Zeit merke? Ich habe mir ein Vogtländer Ultra 20 mm 3,5 gekauft. Das klebt bei mir auf der Kamera. Ich bin verliebt in 20 mm im Manueller Moment. Fokus aber, ne? Ja, Ja. klar. Ich liebe das, weil du defokussierst manchmal leicht. Bei 20 mm, um ehrlich zu sein, ist alles ab 3 Metern scharf. Da kannst du einfach auf Infinity stellen und bam. Dann muss man mal aufpassen, dass irgendwie. Da reicht bei 20 mm, 3,5 ist die Schärfe, die wäre eh groß genug, dass es ungefähr Ist gut. irgendwie reicht. Das passt schon. Ja. Sag mal, wie bist du? Wie bist du? Du hast ja, so viel ich weiß, irgendwann mal angefangen, analog zu fotografieren. Du bist analog quasi eingestiegen. Genau, ich bin analog eingestiegen, eigentlich mehr durch ein, ich würde mal sagen, Zufall. Ich hatte mal in Schulzeiten hatte ich meinen Kurs, so Entwicklungskurs. Ja. Und ich habe mir gedacht, ach, warum nicht? Fotografie ist ja nicht schlecht. Ich hatte davor eigentlich mit Zeichnen angefangen. Okay, Ich wollte cool. irgendwas, ich war schon immer also an Kunst interessiert und wollte das irgendwie mal selbst umsetzen und dann habe ich Zeichnen angefangen. Ich bin jetzt nicht der großartige Zeichner, also habe ich es Ja. gelassen. Habe ich gesagt, okay, Fotografie. Dann damals, wie war das, glaube ich, 2007 oder so, D80 war gerade irgendwie auf dem Markt oder war ein Jahr auf dem Markt schon, keine Ahnung. Ausgeliehen das Teil von Digitalfotografie, keine Ahnung gehabt. Das Ding in Schwarz-Weiß-Modus gestellt, was man auf keinen Fall machen sollte. Nee. Und fotografiert und die Bilder sahen alle scheiße aus. Okay. Da habe ich gesagt, nee, das mag ich Damals nicht. JPEG fotografiert er wahrscheinlich oder was? Ja, Ach Gott. genau. Und dann, die habe ich 2 Tage gehabt Ja. und zurückgegeben, war nur geliehen. Ja. Und dann bin ich zum Secondhand-Laden gegangen und habe mir eine komplette Ausrüstung gekauft. Okay. Also Dunkelkammer, alles, Okay, das okay. volle Programm und angefangen. Okay, dann hast du irgendwann wieder digital fotografiert und Genau. dann hast du dir hier dann doch die Chamonix gekauft. Genau. Wie kam das? Ich meine, du hast die D800 ja schon gehabt und ich meine, mehr geht ja nicht. Die 800 ist ja eben das Nonplusultra, was du jetzt im Kleinbild, also auf der Kleinbildebene Ja, irgendwie das machen kannst. stimmt. Gerade bei Architektur, gerade wenn du in Richtung Prints arbeitest, gibt es im Kleinbild ja nichts, was die schlägt. So. Nö, D800, geil. Ja, Aber 36 warum Megapixel. dann 4x5? Warum dann nochmal analog zurück? Weil analog hat mich immer fasziniert. Ja. Das ist einfach, wenn du in analoges Negativ oder in Dia in der Hand hältst, das ist einfach. Du brauchst nur gegen Licht halten, dann hast du Ja. ein Bild. Das ist. Ja. Und du hast es selbst gemacht. Ja. Du hast es mit der Digitalkamera auch selbst gemacht, aber das ist alles Belichtungszeit berechnen, dastehen, warten, den richtigen Moment auslösen und nicht zu wissen, was natürlich dann rauskommt. Einfach dieses ganze Drumherum, wie so eine analoge Aufnahme entsteht und natürlich das Endergebnis dann in den Händen zu halten, ist einfach irgendwie anders. Ist einfach Hat faszinierend. sich denn deine Arbeitsweise dann nochmal verändert durch die 4x5? Also ich meine, du hast ja irgendwann schon einen Haufen Bilder mit der D800 gemacht, warst auf Ausstellungen damit, hast Prints verkauft und so weiter und sattelst dann nochmal um auf Analog. Hat sich da nochmal was verändert im Blick auf die Dinge oder irgendwie? Ich würde mal sagen, dadurch, dass ich ja schon immer mal wieder analog fotografiert habe, Hm? nicht wirklich, Ja. aber weil ich immer schon, also ich hasse den Begriff entschleunigte Fotografie. Okay. Naja, gut, Landschaftsfotografie ist entschleunigt am Ich Ende. weiß, aber es ist sowieso langsam. Da muss ich ja nicht nochmal zusätzlich Ja, sagen, okay, es ist. ja, Und da ich eh wenig Bilder mache, ja. hat sich die Sichtweise nicht wirklich geändert, aber. Das Gefühl ist ein anderes. Kann Ja. man schlecht beschreiben. Ja. Cool. Und du entwickelst selber? Ich hatte selbst entwickelt, mache ich jetzt im Moment nicht mehr. Ich weiß, man kann viel rausholen. Aus so einem Negativ noch.
Ich scanne das dann und dann. Und dann war es das. Also, naja, gut, ich habe ja selber meine analoge Karriere, kann man sagen. Nee, meine analoge Phase. Ich will nicht sagen, dass sie hinter mir liegt. Ich liebe es, genau wie du, mir das anzugucken. Bei mir hat sich einfach mein kompletter Job verschoben. Ich muss viel schneller die Bilder abgeben. Auch wenn ich jetzt freie Arbeit mache, dann habe ich dann mal einen Slot von einem Tag, wo ich mal was Freies machen kann. Und da kann ich, dann habe ich, fotografiere ich analog, aber ich muss die Dinger dann noch wieder entwickeln, einscannen und so. Wenn du einmal selbst entwickelt hast, wenn du einmal Farbe auch selbst entwickelt hast, und zwar nicht im Speed-Modus, sondern auf 30 Grad, also nicht im 38 Grad, sondern in 30 Grad. Wenn du einmal eine Standentwicklung gemacht hast und weißt, was du da an Details aus so einem Film rausholst, dann gibst du das nicht mehr ins Labor. Ja. Und wenn du es dann aus dem Labor wieder kriegst und denkst, oh nee, ich habe das neulich gehabt, die schwärmen ja immer alle von so einem spanischen Labor irgendwie. Ja. Spanisches Labor? Ja, wo man Filme hinschicken. Ja, kannst du Filme irgendwie hinschicken. Also. Per Post, und dann kriegst du die Scans wieder. Ich habe die gesehen, ja, es war ein Analog-Look. Aber wenn du einmal selbst entwickelt hast und weißt, was da in den Lichtern vorhanden ist, in den Tiefen vorhanden ist, das ist kein Vergleich. Und auch schwarz-weiß im Speed-Modus zu entwickeln, ist albern. Da kannst du auch digital fotografieren. Das stimmt, ja. Ja, ich muss ja sagen, ich bin faul im Moment. Ich müsste vielleicht wieder mal anfangen. Ja. Mit Entwicklung, ja, genau, richtig, ja. Apropos analog, hast du auch letztes Jahr analoge Hochzeit fotografiert. Ja. Also, ich liebe es. Ja. Und wenn ich wollte und wenn der Kunde das mitmacht, würde ich alles wegschmeißen, alles an digitalem Kram und würde nur noch mit der Contax 645 fotografieren und mit meinem Großformat. Und das war's? Das war's, ja. Ich habe Kleinbild gibt mir jetzt persönlich nicht viel. Das mache ich halt für einen Job, weil irgendwie, da kommt es nicht drum rum. Jetzt, Hochzeitsfotografie ist halt Kleinbild, da musst du schnell sein. Da geht es um Effizienz und da geht es jetzt nicht um. Da geht es natürlich um Kunst, um Inhalt und so auch. Aber da hast du einen ganz anderen Workflow. Da kannst du nicht mal eben. Und jetzt mache ich nochmal schön Handentwicklung. Das habe ich bei der Hochzeit gemacht. Echt? Handentwickelt. Da habe ich irgendwie, ich glaube, das waren 32 Filme oder sowas, von Hand entwickelt und dann von Hand gescannt. Da habe ich eine Woche für gebraucht. Das zahlt dir natürlich kein Mensch. Also wenn einer sagt, ich meine so Elisabeth Messina, da Amerika, die nimmt irgendwie 20.000 für eine Hochzeit, da würde ich das auch machen. Halleluja, logisch, 20.000 für eine Hochzeit, und, siehst du mich aber nur noch scannen hier. Und schön, zwei Hochzeiten im Monat. Ach, eine im Monat ist doch völlig. Dann, eine entspannt. In zwei Monaten geht auch. So, dann habe ich hier entspannt. Hast du dann genug Assistenten und dann die Kameras reichen? Genau. Du hast neulich auf deinem Blog so einen richtig schönen Blogpost geschrieben. Und zwar hast du gesagt, ich zitiere, Fotografien brauchen mehr Aufmerksamkeit. Ja. Was meinst du damit? Also ich habe das gelesen, aber ich bin mir sicher, dass ich heute wahrscheinlich ein paar Leute noch zugucken, die es nicht gelesen haben. Ja. Aber ich fand es gut. Naja, der Artikel heißt ja quasi als Überschrift, Fotografien brauchen Aufmerksamkeit, die Schnelllebigkeit kotzt mich an. Ne? Ja. So. Das sagt eigentlich schon alles, weil wir leben in einer Zeit, da haben wir haben einen Bilderüberfluss. Ja. Ja, wir werden überflutet von Bildern jeden Tag in Facebook und ganzen anderen Social Medias, in Fotocommunities. Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, bist du Facebook aktiv sehr? Ja, ich müsste wahrscheinlich mehr. Ich bin jetzt nicht der Facebooker. Okay. Also ich müsste wahrscheinlich mehr machen, um mehr... Was heißt, wie viel machst du so, wie viel Posts pro Tag? Pro Tag? Pro Woche? Pro Woche? Es kommt davon an. Okay, also bist du nicht sehr aktiv. Nee, ich bin nicht so aktiv, okay. Nee. Also ich habe ja zwei Seiten. Einmal meine eigene Fotografie, weil ich das gerne trennen wollte. Am Anfang, jetzt würde ich das anders sehen, jetzt würde ich es gerne zusammenlegen. Geht jetzt nicht mehr. Und dann habe ich ja noch Blogtimes quasi. Mhm. Da poste ich schon relativ häufiger. Mhm. Aber die eigentliche Fotografie-Webpage oder Facebook-Page, da kann es auch schon mal 3-4 Wochen ruhig sein. Okay. Also... Ja, ich müsste mehr machen. Aber zurück zum Thema, dich kotzt die Schnelllebigkeit ein. Also dieses, was du meinst, ist dieses Runterscrollen. Ja, die Leute haben noch nicht mal eine Sekunde mehr Zeit. Die haben eine Zehntel oder eine Zwanzigstel Sekunde Zeit. Und dann, okay. Da ist kein Interesse mehr an Fotografie. Ja. Die wird immer beiseite gedrängt, irgendwie, habe ich das Gefühl. Also das merkt man auch, wenn ich hier... Prints verkaufe und dann habe ich ja zwei Methoden. Ich habe ja einmal die
Archibald Prinz gerahmt und dann noch meine neue Methode. Und bei Prinz ist es so, die sehen das nur als Stück Papier. Und da ist ein Foto drauf, das kann ich aber auch machen. Oder das kann ich hier im Supermarkt finden. So okay. Die wissen nicht, wie viel Zeit da drin steckt. Und ich mache jetzt so eine Art, ich würde sagen, Contemporary-Fotografie, also für Innendesign, Interior Design. Ja, das sind quasi, man das hinstellen kann und als Objekt. Und das muss man den Leuten irgendwie vermitteln. Und deswegen habe ich das geschrieben damals, weil mich das stört, dass die Leute einfach nicht sich Zeit nehmen für ein Foto. Aber wie kannst du es ändern? Oder ich selber kann es nicht ändern. Vielleicht. Wie, dass die Leute sich nicht Zeit nehmen, aber was folgt denn was folgt denn daraus für dich? Also nimmst du dich dann raus und sagst, okay, dann zeige ich sie nicht mehr, weil mich kotzt es an, dass Bilder nur eine Sekunde angucken? Nee, um Gottes Willen, das würde ich jetzt nicht machen, aber ich versuche mich mehr auf offline zu konzentrieren. Okay. Also mehr persönlichen Kontakt zu den Leuten herzustellen, ganz einfach. Weil die dann das Bild mit jemandem assoziieren können. Und das dann ganz anders wahrnehmen. Wie wenn sie in einer Facebook-Seite können die ja niemals, die wissen ja nicht, wer dahinter steht. Ja, die kennen die Person nicht, die wissen nicht cool, ob es ein Depp ist oder sonstiges. Ja. Und das ist anders, das habe ich gemerkt bei meinen Ausstellungen in Kanada. Das ist, Leute sind super interessiert, wenn man mit denen darüber spricht. Okay. Wie viel Zeit nimmst du dir denn jetzt eigentlich für so ein Foto? Ich würde sagen, es variiert zwischen 3 Minuten und 5 Stunden. Okay. Ja, also 5 Stunden war jetzt bis jetzt das längste. Langzeitbelichtung 5 Stunden? Oder? Nee, das muss man 5 Stunden warten eher und 2 Minuten dann fotografieren. Ich war kürzlich in Neufundland. Neufundland, ja. Und bin da durch die Gegend gewandert auf der Suche nach Eisbergen, die sich da an der Küste verankern. Und da habe ich einen schönen, wunderbaren Eisberg gesehen. Ja. Und den musste ich natürlich fotografieren mit der Großformatkamera. Ja. Was passiert? Ich baue alles auf. Es dauert natürlich auch, ne? Kennst du es ja. Objektiv, rein, Film und Belichtungsmessung. Und plötzlich zog sich das Ding zu. Ja, kam eine Nebelwand, aber so dichter Nebel, dass ich einpacken musste. Ne? Aber so dicht, dass mein Rückweg auch mehr oder weniger abgeschnitten war. So war es mir jetzt nicht möglich, einfach mal zurückzugehen zum Auto oder so. Mhm. Und 5 Stunden hat das gedauert. Dann habe ich mein Foto gemacht und bin zurückgegangen. Ach Quatsch. Ja. Also ist aber außergewöhnlich lang. Du machst ja viel Langzeitbelichtung, ne? Ich mache viel Langzeitbelichtung, ja. Aber ich steuere das auch. Also von bis? Also ich meine, was ist für dich eine Langzeit? Geht ab einer Sekunde, oder? Ja, eine Langzeitbelichtung geht ab einer Sekunde, würde ich sagen, ja. Ab einer Sekunde und dann vielleicht auch ein bisschen kürzer sogar, weil wenn ich Menschen fotografieren möchte in Verbindung mit der Architektur, dann vielleicht auch nur eine 15. Sekunde. Okay. Ja. Aber es kann natürlich auch länger dauern. Ne? Also ich würde jetzt keine Langzeitbelichtung mit 30 Sekunden machen irgendwie, weil... Nee? Nee. Aber manche das Fotos so, sehen bei dir so aus, als wären die irgendwie 2 Minuten belichtet. Das sind 2 Minuten, ja, aber 30 Sekunden, das ist für mich nichts. Das ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Okay. Das, also langsam, wir haben diese 15 Sekunden, die 15. Sekunde. Ja. Und dann haben wir, was hast du? 2 Minuten. 2 Minuten. Und ab 2 Minuten aufwärts dann wieder? Ich würde mal sagen, 2 bis 4 Minuten, 8 Minuten, je nachdem, welche Lichtverhältnisse herrschen. Ja, da brauchst du doch ND... 16. ND 16, da siehst du nichts mehr durch. Da kannst du nichts mehr sehen, nee. Da ist schwarz. Okay. Ja, da ist dunkel. Und klappt das auf Film denn auch mit ND 16? Ja, interessanterweise, logisch, klappt es auf Film auch. Allerdings durch die Langzeitbelichtung, weil die Filme ja durch die Filmemulsion und so weiter, die haben ja chemische Eigenschaften, reagieren ganz anders auf diese ganz lange Belichtung. Es gibt ja diesen Schwarzschild-Effekt dann auch, ne? Ja, den muss ich berechnen. Ja. Den muss ich berechnen. Aber da mache ich nichts Mathematisches draus. Da sage ich immer 4-mal so lang, passt auch schon. Okay. Aber es gibt interessante Farbverschiebungen, gerade bei Diafilm oder bei, das macht es interessant, ganz einfach. Okay, cool. Diese, würde ich mal sagen, Cross-Processing, was dann rauskommt schon im Film, kriege ich mit der Digitalkamera nicht reden. Könnte ich über Photoshop machen und so, aber ich habe es fotografiert. Das ist was anderes. Ja. Du bist beim Verkauf deiner Bilder auch gewechselt. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren warst du auf so einem Portal, Fine Art Print oder so, Mr.
Mr. Wow, 10 Sterne, bestverkaufter, irgendwas Da war und ich das. tatsächlich mal, als die frisch angefangen hatten, ja, war ich einer der meistverkauften, also meister hatte ich die meistverkauften Dessen Bilder Bilder. im, Ja, ja. ich erinnere mich, ne? Und dann. Aber da bin ich ganz weg davon. Ich habe immer noch so ein Portfolio da ein bisschen drin, Ja. wegen dem Link auch Ja, wahrscheinlich. aber verdienen tut man nichts. Du hast ja neulich Nee. auch geschrieben, Bilder online zu verkaufen, ist verschwendete Zeit. Ist es total. Erzähl. Ist es total verschwendete Zeit, Bilder online zu verkaufen? Was muss ich machen? Was du machen musst, um Bilder zu verkaufen? Nee, anders. Also ich kenne ja nur Oder online. online? Ich habe einen Online-Shop, wo ich meine Bilder verkaufe und es Ja, die läuft so Leute. lala, aber Ich immer finde, dass mal. sie durch die Betrachtung am Monitor, Ja? die fühlen das Papier nicht, die fühlen die Größe nicht. Ja. Ja? Es ist immer Abhängigkeit vom Monitor. Ich schaue ein Bild auf dem iPad an, da habe ich ein kleines Bild, kann ich mir nicht so eine vorstellen. Ja. Wenn ich ein großes Bild habe, dann kann ich umherwandern quasi. Das heißt, Ausstellung machen. Ausstellungen machen, offline präsentieren, so kleine Kunstfestivals gibt es in Deutschland auch. Ein Stand mieten ist oftmals nicht teuer. Ja. Einfach ausdrucken die Sachen und dann anschauen. Und offline habe ich total Hast du komplett, also komplett gecancelt. Ich habe, muss ehrlich dazu, ich hab, bin in so einem Premium-Dienst von Shutterstock Mitglied. das ist ja Stockfotografie Ja, dann, ja. genau. Allerdings nur, weil die mich auch angeschrieben hatten. Ansonsten Ja. wäre ich da nicht reingegangen. Und Und die aber lohnt sich das? hatten mir versprochen eine höhere Provision als jemand anders. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, kann ja nicht schaden, so ein Mhm. bisschen. Ja. Das läuft ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Was? Aber die besseren Verkäufe, also die mehr einfach mehr Was Kohle bringen. was verdienst du da so? Also ich meine, wie viele Bilder verkaufst du da so pro Woche? Ich würde mal sagen, pro Monat. Pro Woche geht das nicht. Also Pro pro Monat. Monat vielleicht so 10. Oh, cool. Ja, Das ist nicht 10, schlecht. ja. Und dann hast du aber eine Provision von, was weiß ich, 50%. 50%. Ja. Und die 10, 40 verkaufen, Prozent, 40, 50 Prozent vielleicht. Ja. verkaufen da verschiedene Formate, Die haben zwei Formate, ja. groß, klein. Groß, klein. Okay. Für Webauflösung und für Print. Ah, Ja. okay. Wobei die allerdings für Print Und wo liegen die da? 30 Euro oder was? Oder was? $500. 500 Dollar. Ja. Das ist auch nicht schlecht dann. Ja. Bei 50%, lass mal kurz rechnen. Ja. Oh, es geht schon. Es geht schon. Ja. Cool. Aber die haben eine strenge Auswahl. Naja, ich Ja, meine. also selbst wenn ich da jetzt Bilder hinschicken, die kann sein, dass die nicht alle genommen werden oder so. Ist klar, logisch, Du, ne? ich habe das mal versucht. Ich habe mal versucht, wirklich, weil es hieß: hier, mach mal Stock, Mensch, deine Bilder sind so geil. Und dann habe ich da eingereicht und eingereicht. Die haben mich alle abgelehnt. Alle. Das ist scheiße und das ist zu viel Kunst und das ist Dings und das ist jenes. Und hier ist ja gar nicht scharf von vorne bis hinten und so. Ja. Ich dachte, Gott, was soll das denn? Stockfotografie, da sind auch nur die reich geworden, die am Anfang mitgemacht haben. Ja, Ja, die lohnt anderen, sich nicht mehr nö, anstrengend. lohnt sich nicht mehr. Nö. Ist, würde ich jetzt sagen. Ja. Ja, also es gibt bestimmt Ja, Stockfotografen, die klar, die, haben die drin sind. Ich zehntausende Bilder da drin und wenn die Downloads haben, okay, dann rollt der Rubel. kenne ein paar, die machen nur Stock. Ne, klar, ich meine, aber die haben Kundenklientel, ne, da wissen die Einkäufer sozusagen schon, dass wenn die bei dem gucken, dann haben sie immer geiles Material. Genau, richtig, ja. Ja. Nee, aber Kunstfestivals, das geht mehr, ja. Also kriegt man auch besseres Feedback. Ja. Du hast vorhin, weil wir jetzt gerade über Ausstellungen reden und Bilder präsentieren, was von einem eigenen Verfahren erzählt, wie du deine Bilder präsentierst. Du hast doch gesagt, dass natürlich irgendwie der Ausdruck das eine ist, und die Leute, wenn sie auf den Print gucken, nicht das Gefühl haben, es ist was Wertiges oder es ist, also du machst da schon ein bisschen eine größere Wissenschaft draus, ne? Also, ich habe lange danach gesucht. Ich habe was gefunden, das nennt sich Resin. Resin. Und das ist quasi Kann so man das eine. übersetzen? Oder ist das ein Eigenname? Ich würde sagen, da wird auch Kunst-Epoxidharz-Mischung. Okay. Erklär mal, Ist eine Art Kleber. was machst du da? Ja, also ich versuche meine Fotografie, also wird richtig ausbelichtet. Ja. Und dann, ich versuche daraus ein Objekt zu machen und nicht nur Okay. ein Print. Ja. Und das kommt auf so einen Holzrahmen, der wird extra angefertigt. Und dann kommt das alles mit säurefreien Kleber und säurefreien Mitteln wird das alles fixiert, damit auch keine Färbung über die Jahre entsteht, ne, damit der Kunde auch genug von dem Bild hat. Dann kommt dann diese Mischung, die eigentlich extrem ätzend ist, also nur Muskelmaske, Vollschutz. Und dann mischst du das an und dann gießt du das drüber. Und dann gibt es ein paar Feinheiten, wie man das bearbeiten muss. Unter anderem auch polieren und dann kriegt das einen Glanz, den du
mit einer Glasscheibe zum Beispiel, hättest du auch eine Spiegelung, aber dieser Glanz ist mehr uneben. Schaut aus, als ob du einen Wassertropfen auf das Bild Okay. gibst. Also du Und verstärkst im Grunde den Kontrast auch so ein ja, bisschen dann, ne? du verstärkst den Kontrast und auch durch die Reflexion, wie das Licht auf dieses Material fällt, wird das anders gebrochen und das wirkt faszinierend. Dadurch, dass du es in einem Stück hochnehmen kannst, ist Ja. es in. Wie dick sind denn die Bilder dann? Also die Rahmen bestimmen die Dicke. Also Okay. ich würde mal sagen, so 5 cm. Aha. Und Ja. du polierst es selber mit der Poliermaschine Ja, oder ich was? habe eine Autopoliermaschine Okay. und dann wird das poliert. Machst du jedes Bild Jedes, ist ja. Handgefertigt handfertig? und auch der Rahmen wird mit UV-beständigem Acryllack beschichtet Ja. hier, damit der auch nicht das Färben anfängt. Ja. Und da sind viele, das, ich brauche ungefähr für eine Aufnahme, ich würde mal schätzen, eine Woche. Wett. Wie? Wenn man den, weil die, würde ich jetzt sagen, die Trocknungszeiten einhalten muss. Ah, okay. Ja, aber du sitzt Genau. jetzt nicht Ah, eine Woche an nee, so um einem Gottes Foto. Willen, nee, Mir nee. ist gerade gedacht, Nee. eine Woche, was muss der verdienen an so einem Nee. Foto irgendwie, an so Nee. einem Print? Nee, Also. eine Woche dauert das, bis komplett fertig ist. Ja. Aber natürlich immer nur da mal eine halbe Stunde Ja. und da mal 20 Minuten oder so. Ja, Man muss ja, halt ja. immer warten, bis das wieder jeder Okay, einzelne okay, Schritt okay. trocknet. Und Ja. dann machst du dann von einem Bild mehrere, also von einem Motiv mehrere, also Ich habe fünf. mehrere Größen. Ja. Sind alle limitiert, was Ja. zu, ja, einfach zu aufwendig ist. Was Und heißt limitiert? Auf wie viel Stück? 5 Stück. Fünf Stück immer, Fünf okay. Stück, ja. Also du hast zum Beispiel Ich jetzt, habe kriegst Nummer. Nummer 1 Yes! von 5. Und ich werde es nicht verkaufen. Und, Nicht mal, wenn du Mr. Ansel Adams Nummer 2 bist oder na, so. aber da kannst du es vielleicht verkaufen. Ich finde das so geil. Ich blende es ein. Ich werde sowieso hier die ganze Zeit, wie wir reden, immer mal die Bilder einblenden? Bilder Okay, einblenden. gut. Und auch jetzt von diesem Resin-Verfahren, da hast du ja mir Ja, auch ein es paar. kommt aus der Kunst, ich würde aus der Malerei. Aha. Wird das in Nordamerika ist das weit verbreitet, Ja. um Bilder einfach zu veredeln. Mhm. Und ich habe das übernommen für die Fotografie und mache das jetzt auch. Cool. Ja. Also hast du lange gebraucht, um das umzusetzen? Hast du Ich habe Rückschläge schon, gehabt? Und ich habe viel belesen mich natürlich. Gibt ja da viele Anleitungen in Nordamerika ja. und dann habe ich das probiert und ich hatte ein, zwei, sagen wir mal, Ausschuss und der Rest ist okay. Aber die Materialien sind schon teuer, ne? Die Materialien sind sehr teuer. Ja. Also Grundausstattung würde ich mal locker schätzen, 500 bis 700 Euro. Okay, und wie viel Prints kriegst du dann aus so einem. Kommt auf die Formate drauf an, aber 20. Okay. Aber ist schon viel Handarbeit dann, ne? Ja. Also, da habe ich keine Zeit für Nee, sowas. das ist viel Handarbeit. Es ist aber, ich mache das für meine Kunden, die kriegen dann noch eine ordentliche Verpackung. Ja. Die kriegen ein Zertifikat Zertifikat dazu und wahrscheinlich, ja. so. Ja, Ja. cool. Und wenn ich Zeit habe, dann gebe ich das sogar persönlich ab. Ja, das Ja. mal. Das versuche ich ja auch mal bei meinen Ja, Hochzeitsfotos, weil es ne? einfach was Das ist anderes was ist. Die freuen anderes. sich dann Ja. und ja, ist Geil. gut. Du bist jetzt im Moment gerade wieder auf Workshop-Tournee. Du warst Richtig. letztes Jahr auf Workshop-Tournee. Richtig. Kann man das nicht lernen bei dir? Also hast du nicht mal Bock, so einen Workshop zu machen, wo man das mit diesem Resin lernen kann bei dir oder so? Hatte ich, könnte ich mir überlegen, ja, Ja. allerdings nur für einen ganz kleinen Kreis, Ja, also klar, zwei logisch. Leute, Ja. weil einfach das Material dann zu viel wird, ne? Man Ja, muss ja dann immer schauen, damit die das richtig machen, weil man auch nicht so viel Zeit hat, ganz einfach zwischen den Schritten. Also man muss gerade, wenn man dieses Material aufs Foto aufgießt, ja. hat man 15 Minuten, 20 Minuten Zeit und dann muss alles perfekt sein. Okay. Und das braucht natürlich Übung. Ne? Also ein Workshop, klar, könnte ich mir vorstellen, warum nicht. Ja? Du hast ja jetzt sowieso so ein paar Workshops gemacht, Photoshop-Bearbeitung, Ja. bist jetzt unterwegs, du hast letztes Jahr, dieses Jahr, nächstes Jahr hast du geschrieben, machst du eine Pause. Nächstes Jahr mache ich eine Pause, ja. Warum? Ich möchte mich mehr dieser Offline-Präsentation Ja. widmen, ne? Alles was mit Festivals, Kunst und Okay. Ausstellung zu tun hat. Und ich möchte gern reisen auch nächstes Jahr wieder verstärkt. Dieses Jahr konnte ich nur nach Neufundland. Ja. Wo soll es hingehen nächstes Jahr? Nach Indien. Cool. Ja, Das ist geil, war ich auch nach schon Indien. das. Und genau, da freue ich mich schon drauf. Oben Und dann hin, also im in Norden? Richtung ja, Nepal, ja, Nepal, Grenze, ja, ja, das sind genau, Richtung unfassbare Himalaya. Berge Ja. da, ja. Und
Da muss man mal gucken, was ich da hier umsetzen kann. Wie lange, wie lange willst du da bleiben? Habe ich mir keine Gedanken gemacht. Noch nicht? Nee, noch nicht. Aber na, wenn du, ich meine, wenn du jetzt so Neufundland, ist ja, musst du ja immer Schlechtwettertage eigentlich mit einplanen. Ja. Ne? In Neufundland hatte ich viele Schlechtwettertage, ja. Also viele, ich würde sagen 50%. Wie lange warst du da? 10 Tage. 10 Tage, also ja. Konntest du an 5 Tagen fotografieren. Ja. Ja. Also ich, naja, ich habe ja immer so eine, wie soll ich sagen, ich weiß, dass ich, 2 Wochen sind mir immer zu kurz für etwas und ich nehme rotzfrech einfach 3 Wochen immer. Ich war 3 Wochen in Ghana, 3 Wochen in Vietnam, ich war 3 Wochen jetzt in Frankreich und ja, für nächstes Jahr auch immer 3 Wochen, weil ich glaube, so 10 Tage, da kriegst du, ach, ich werde, glaube ich, nee, das ist ein Geheimnis. Ah, oh. Ich, also ich habe schon recht hast konkrete du, hast Pläne. Du schon? Hast du schon? Ja. Aber ich... machst du wieder ein Buch? Immer, ja. Ich werde das jetzt weitermachen. Es gefällt mir und es ist, gut, ja? Es ist für mich einfach wie soll ich das sagen? Ich mag das total. Ich habe jetzt das Logbuch Ghana, das Logbuch Vietnam und dann kommt ja. Halt noch ein Logbuch. Ich habe es ja auch, ne? Ja, und, dann kommt noch ein Logbuch, noch ein Logbuch. Das sind meine Prints irgendwie, das weißt du? Das ist schön. Du machst das so, das ist deine Offline-Präsentation. Ja, super. Wahrscheinlich. Ja. Ich finde irgendwie, ich habe Bock, was zu veröffentlichen, irgendwas zu hinterlassen, weißt du? Das ist so ein genau, das Gefühl habe ich auch. Deswegen kein Online. Ja, naja, klar, so online auch natürlich. Klar, logisch, musst du natürlich zeigen, ansonsten kommen die Leute natürlich nicht auf, die wissen natürlich nichts über dich, ne, ist klar, du musst natürlich online zeigen. Aber 2 Wochen, da ist mir, da habe ich das Land gerade gespürt, gerade geschmeckt, gerade irgendwas und dann muss ich wieder nach Hause fliegen. Ich finde irgendwie so gerade die letzte Woche, wenn dir das Land so langsam auf den Geist geht, so langsam dann, auf den Sender, dann ist es richtig. Dann ist es richtig, ja. Dann bist du mutiger. Also ich bin zum Beispiel, okay, du machst jetzt Landschaften, aber ich bin in anderen Ländern in der ersten Woche noch immer sehr zurückhaltend, zweite Woche mutiger, in der dritten Woche richtig mutig. Also die geilsten Sachen kommen eigentlich immer am Ende. Ja, am Schluss, ja. Wenn ich gemerkt habe, wie die ticken, wenn ich weiß, wie die, was ich erwarten kann, was ich nicht erwarten kann. Aber kann auch, wie du geschrieben hast in deinem Buch, erste Woche ausgeraubt? Ja, ja, das war einfach naiv. Ja, das ist Naivität, aber die behalte ich mir. Scheiß doch drauf, bin ich halt naiv. Ist gut. Na, dann passiert sowas, meine Güte. Hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, auch mal ein Buch zu veröffentlichen mit deinen Arbeiten? Ich meine, Print ist das eine, offline, aber es gibt jetzt natürlich auch Leute wie mich, die sich jetzt so ein 1.400 € Print nicht leisten können, zum Beispiel. Oder einfach, ich sag mal, wo man sagt, ja, ich hab, das ist total das Geld wert, absolut. Aber ob ich mir jetzt 1.000 € an die Wand hänge, da gibt es Leute, die können das und Leute, ja. Die können es nicht. Und es gibt Leute, die sammeln Bildbände, so wie ich. Und ich hätte gerne ein Bildband von dir. Schön zu wissen, ja. Schön zu wissen. Im Moment nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich da im Moment, wie ich den aufbauen müsste, würde, wollen. Und ich würde auch ein dickes Buch haben wollen. Ganz einfach, so viel Material habe ich noch nicht zusammen und ich mag eigentlich auch Geschichten erzählen. Okay. Also, du meinst in textlicher Form jetzt? Genau, so wie du, bei dir. Buch. Ja, aber ich weiß nicht, ob deine Bilder das brauchen, ehrlich gesagt. Also, okay. Weißt du, bei mir, bei mir sind es ja eher Momentaufnahmen. Weißt du, das ist ja situativ und die entstehen aus einer Geschichte. Und ich füge quasi dem Bild, quasi den Aspekt der Story noch hinzu. Aber ich finde, bei deinen Fotos, die sind ja awesome. Der brauchst du, die guckst du dir an und dann brauchst du da nicht erklären, was das ist. Also ich finde, das ist, ergibt sich sowieso alles. So, und, perfekt, also dann super, dann kann ich gleich morgen starten. Ich würde es mal machen. Also ich habe dir mal ein Buch mitgebracht, weil ich immer ganz gerne mit anderen Fotografen über andere Fotografen spreche und über andere Bilder. Und es ist ein Buch, was komplett ohne Text auskommt. Also es ist von einem Einleitungstext, aber ansonsten ist es keine Reisereportage und sowas. Und zwar ist das ein Buch von Penti Samalati. Das heißt, hier weit entfernt kann ich... Jedem nur empfehlen. Es ist ein unglaubliches Buch. Dieses Buch schafft es. Wenn ich runterkommen will, ich gucke es mir an, komme ich runter. Das ist verrückt. Wahnsinn. Nicht schlecht. Total geil. Kenn ich nicht. Noch nie was gehört. Noch nie was gehört. Was sagst du gleich zum Aufmacher? Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist eine unfassbare Ruhe, die da einfängt, oder? Ja, unfassbar. Also interessant, Bildformat natürlich auch, ne? Unterstützt, unheimlich. Aber auch die Beziehungen hier zwischen dem Menschen und dem Hund und auch in Verbindung mit der Natur, ja, super. Und macht nur schwarz-weiß? Der macht nur schwarz-weiß, genau. Guck dir, wir können ja mal hier eine Seite weitergehen. Da ist gleich vorne dieses Bild mit dem Hund. Ne?
Was ich bei ihm echt total mag, ist, dass das ist immer diese Kombi. Du siehst nicht nur einfach einen Berg oder du siehst nicht einfach nur ein Stück Natur, du siehst immer auch ein Lebewesen, ein Mensch oder ein Tier oder irgendwas. Das versuche ich eigentlich auch in meinen Aufnahmen. Also wenn ich diese urbane Geschichte, ich mache es natürlich nicht mit Natur, nicht immer, aber auch mit Architektur, versuche ich diesen menschlichen Aspekt einzubauen. Ja. Und auch, wie man hier sieht, bei ihm hier eine Person, wieder eine Person als quasi Hund, als Hund in dem Fall, einfach nur, weil dann die Spannung besser aufgebaut werden kann. Das ist quasi eine Geschichte. Ja. Ja. Wo ist der, was macht der hier? Wo ist das Herrchen? Wo ist das Herrchen? Warum läuft er da hin? Und so. Ist natürlich super klasse Bildaufteilung. Ja, es ist halt auch wie einfach durch diese Dreier-Kombi, genau, ne? Baum Mitte, Baum links, Baum rechts und dann die Spiegelung. Und das ist irgendwie der goldene Schnitt vor dem Herrn, wenn du es mal anguckst, da kannst du in Linie nachziehen. Ne? Ja. Mich würde interessieren, was hier oben und unten noch. Ja, das stimmt, ganz interessant. Aber ich mag es eben, dieses breitgezogene. Und guck mal hier, das ist jetzt das dritte Bild, was wir uns angucken. Und du siehst ein Guski-eskes Foto quasi. Und es wird zerstört. Oder gestört, nicht zerstört. Es wird gestört von einer Möwe. Da frage ich mich allerdings, ist es aufgenommen? So aufgenommen? Ich weiß es nicht. Das wäre zu perfekt. Zu perfekt. Na, aber komm, das wir ist, haben hier hinten aber auch so einen kleinen Popelflug und da links auch. Also sind drei Störer drin. Ja, genau. Wir haben ein Flugzeug, wir haben ein Segelboot und wir haben eine Möwe. Und das macht's geil. Und das ist zum Beispiel, ich mag ja Guski auch. Also ich war ohne Scheiß, ich war am Anfang ein bisschen irritiert. Dann war ich in der Guski-Ausstellung, fand es großartig. Ja, hast du mal Rhein 2 in echt gesehen? Ja, nee, in echt nicht. Aber ich habe hier Formel 1, dieses Formel 1 Bild in echt gesehen. Boah, Halleluja. Ich hatte mal die Möglichkeit gehabt in Paris, glaube ich, Rhein 2 zu sehen. Also man muss sich auf sich wirken lassen. Ja. Das Großformat ist natürlich Wahnsinn. Ja, ja, ja. Es gibt bessere Aufnahmen meiner Meinung nach von ihm. Ich mag das 99 Cent. Ja, das ist geil. Ja, ja. Das gut, das hat cool. auch eine Aussage. Noch, aber das, genau, und Rhein 2 kann ich gar nichts mit anfangen. Gar nichts. Aber gut. Aber hier, guck mal, das ist einfach, das bringt mich komplett in eine andere Stimmung, in eine andere Welt. Das ist, du kannst ja eigentlich, das Buch ist voll bis unter das Dach mit Aufnahmen. Situativ, genau oben, was du so machst. Und Landschaften. Also er macht jetzt nicht nur Landschaften. Hat natürlich auch ein interessantes Format, ne? Muss man, muss man ihm auch lassen. Also, aber auf jeden Fall, großartiges Zeug. Auf jeden Fall, super. Ja, also das werde ich mir wahrscheinlich auch mal holen. Ich kann es dir nur empfehlen. Also eins meiner Entdeckungen im letzten Jahr, Panti Sammalati, weit entfernt. Ja, super. Ja, kann ich mir vorstellen. Ein Buch, allerdings würde ich niemals so viele Aufnahmen zusammenkriegen. Nicht? Nee. Naja, machst du halt eine kleine Auflage, ne? Ich meine... Klar. Ich überleg's mir auf jeden Fall. Und jetzt du? Ja. Wie geht's bei dir weiter? Also Buch machst du nicht, habe ich gehört jetzt. Workshop-Tour machst du nicht nächstes Jahr. Wo geht's hin? Nach Indien. Indien, haben wir gehört. Was gibt's noch? Ich werde meine ganze Ausrichtung auf nächstes Jahr auf diese ganze Kunstfestival- und Kunstmessengeschichte legen. Und da möchte ich sehen, was geht. Und machst du das dann, die Ausstellungen, sind die dann in Ottawa oben oder also in Nordkanada? Nee, die sind Toronto an der Ostküste. Ja. Okay. New York City hatte ich auch letztes Jahr etwas Kleines. Aber New York City ist ja im Grunde eigentlich ein geiler Markt, oder? Ist aber überlaufen. Überlaufen auch, ja. Da musst du schon die richtige Galerie auch haben. Ne? Okay. Und man darf auf keinen Fall den Fehler machen, sogenannte Vanity-Galeries zu nehmen. Aha. Kennst du? Wieso? Nee. Kennst du? Was ist Vanity's Vanity, die vermieten Wände. Ja. Und da kannst du dich bewerben. Ja. Und dann kannst du deine Ausstellung da machen. Ja. So alles gut und schön. Musst du auch ein bisschen was bezahlen dafür. Okay. Also nicht günstig. Allerdings hast du keinen Einfluss, wo du hängst. Okay. Ja, du kannst, ein Bild entfaltet sich ja auch
über dem, was daneben ist. Zum Beispiel, ne? Wenn du deine Fotografie hast und daneben hängt eine Klopapierrolle, ja, dann ist auch scheiße. Ja, klar. Und so, du hast keinen Einfluss, Ja. wie gut du präsentiert wirst. Und Okay. in erster Linie ist für diese Vanity-Galeries die Kohle entscheidend, was die Okay. machen Ja. mit dem Wandvermietung. Also würde ich nicht machen. Okay. Aber was sonst? Sonst erstmal nichts geplant. Einfach mal Ne? ruhig, Einfach ruhig mal angehen lassen. mal ruhig, ja. Wie viele Bilder machst du so im Monat? Ich müsste wahrscheinlich eher im Jahr sagen. Echt auch wieder? Du bist doch kein richtiger Fotograf. Ah nee, du hast Nee, ja auch das Wort. genau, ich Wieso bin ja auch keiner. was verstört dich an Ne. Fotograf sein? Du bist ein Fotograf für mich. Ja, du Okay. bist ein Fotograf, professionell. Und man könnte sagen, ich mache es auch professionell, aber ich bezeichne mich nicht als Fotograf. Ich weiß nicht, ich nehme Fotos auf, Ja. aber ich mag diesen Begriff einfach nicht. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht erklären. Weil abwertend oder? Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich finde Fotografen zu sein toll. Hm. Aber vielleicht hat es auch was zu tun mit dem Level, Wäre das ein auf dem ich Berufs? bin. Ich meine, dein Level ist doch höher als jeder andere Da, Berufsfotograf, aber da den ich geht hier noch kenne. mehr, da geht noch mehr. Da geht immer noch mehr. Ja, klar, logisch, aber ich. Und aber also ich bin jetzt, habe jetzt ja, Fotograf ist ja nicht mein Haupt. Nee, das ist nicht dein Hauptberuf. Du Nee, machst es ich nebenberuflich. ja, ich mache noch Interior Design Ja. und Was machst du aber da? Interior Design? Lampen. Okay. Ja, also ich designe Lampen. Ach, das ist ja geil. Ja, aber nur hier im kleinen Kreis, also nur Okay. hier für, Freunde. ja, das gibt's nicht. Gibt Ja, es genau. nirgendwo zu kaufen. Nein, Okay. Lampendesign erstmal und nicht. Fotograf. Erstmal, ja. Werde ich machen. Interior Design ist gut, weil versetzt mich in die Lage natürlich auch, das zu beurteilen, ne? Ja? Räume zu sehen und wie Ja. das ausschauen könnte. Ja. Ist gut. Okay, cool. Das macht was. Schön. Ronny, hat mich sehr gefreut. Sehen wir uns nächstes Jahr? Auf jeden Fall. Cool. Dann bei dir oder bei mir? Ich hoffe doch bei mir. Komme ich mal nach Ottawa. Klar, Sehr kommst du schön, mal rüber. mein Lieber. Ja. Danke. Das war Hab mir ich, ein hat, Vergnügen. mir es, hat mich gefreut. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für euch dabei. Ronny fährt jetzt gleich weiter nach Amsterdam, Amsterdam und Köln. Köln, Paris, Paris, ach, die Zürich, Stadt der Liebe. na, Ah, mon amour. mon amour. Und dann geht es weiter nach Zürich und dann nach München. Cool. Und dann geht's wieder zurück. Und dann geht es wieder zurück. Okay. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Sehr schön. Wo ist denn der Kai? Kai! Mein Assi ist weg. Wir wissen gar nicht, ob die Dinger noch laden. Wir sind fertig. Ja, okay, kann man draufdrücken. Da waren nämlich noch 15 Minuten. Ach echt? Ja. Okay. Wie viel haben wir jetzt insgesamt ungefähr? 45, 40 Minuten. Ja, das ist auch.